Ni hao und herzlich willkommen zur Kulturbrücke Hamburg. Unser Motto ist gemeinsam leben, gemeinsam erleben. Liebe Zuschauer, wir möchten heute über den Inselstaat Taiwan berichten. Ich begrüße im Studio ganz herzlich drei Powerfrauen. Frau Yuching Hong, freie Künstlerin und Tuschmalerin aus Taiwan. Ja. Hallo. Hallo. Ni hao. Frau Dr. Monika Treut, Filmregisseurin aus Hamburg. Hallo. Hallo. Frau Xianin Sui, Geschäftsfrau aus China. Hallo. Hallo. Ni hao. Ni hao. Frau Hung, ja. Sie haben Ihre Tuschmalereien auf der Taiwan-Woche ausgestellt. Welche Bedeutung hat die Tuschmalerei in Taiwan? Tuschmalerei ist eine Art Kunst. Es ist schon lange in China traditionell schon da gewesen. Wir haben nur weiter sich entwickelt als auch so moderne Tuschtechnik und dann so weiter sich entwickelt. So. Welche Techniken benutzen Sie? Diese Technik eigentlich so, wir brauchen viel Material. So zum Beispiel hier habe ich hier zu präsentieren. So diese heißt vier Schätze. Das ist Reibstein. Und hier ist so, Tuschstein. Und dann das Pinsel und noch Reispapier. Reispapier habe ich leider nicht hier. Doch, wir haben Reispapier. Also, ja, wir haben eine wunderschöne fertige Malerei von Ihnen, liebe Zuschauer. Entschuldigung, das ist aus der Verkehrung. Oh, sorry. Okay. Also hier ist Ihr Name und was steht denn Nano? Das ist mein Name und das Chinesische Jahrzeit. Made in Taiwan wird hierzulande oft noch mit Massenwaren in Verbindung gebracht. Meine Frage an alle unsere drei Gäste, kann man Taiwan auf seine Konsumgüterindustrie reduzieren oder hat das Land mehr zu bieten? Ja, zum einen ist dieses Billig-Label in Taiwan ja mittlerweile überholt. Also Taiwan, zum Beispiel BenQ ist eine große Computerfirma in Taiwan. Die haben gerade Siemens, den ganzen Handybereich von Siemens, geschluckt, weil sie viel besser ausgerüstet sind mit der neuen Technologie umzugehen, sind viel flexibler und sind viel stärker und enger am Markt dran als zum Beispiel unser sehr oft etwas langsames deutsches Management. Ja. Und ich bin dabei aus anderen Gründen auch nach Taiwan gefahren, jetzt mehrfach, war schon 6-mal da, habe mich in den kleinen Inselstaat und seine Menschen regelrecht verliebt. Und habe jetzt mittlerweile den zweiten Film schon dort gedreht. Ja. Der eine Film heißt Den Tigerfrauen wachsen Flügel, genau, auf Deutsch. Darauf kommen wir gleich zurück. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte nur damit zum Ausdruck bringen, weil in Deutschland denken die deutsche Bevölkerung, dass Taiwan einfach mit diesen Massenwaren verbunden ist. Aber mit dem billigen Plastikzeug. Genau, das kommt ja heute aus China. Ja. Ne? Also das hat sich ja verdreht. Also viele taiwanische Firmen lassen ja im Festland, also Festland China, arbeiten, weil also auch der Bildungsstandard in Taiwan sehr hoch ist. Das ist ja ein Staat, der aus 23 Millionen Menschen besteht, die sehr gut ausgebildet sind und wo es auch eine sehr große Mittelschicht gibt und viel, viel weniger ökonomische Probleme als zum Beispiel in Deutschland. Sehr, sehr interessant. Oh. Das wissen wir ja hier zum großen Teil gar nicht, also wie fortschrittlich es in Taiwan zugeht. Mittlerweile Taiwan ist. Also ich würde vorschlagen, meine Damen und Herren, dass wir uns einen kleinen Filmbeitrag über die Taiwan-Ausstellung anschauen, die bis zum 25. Juni im HEW-Kundenzentrum läuft. Bleiben Sie bitte dran, bis gleich. Taiwan ist vielen Deutschen nicht sehr gut bekannt und wir möchten natürlich gerne erreichen, dass mehr Wissen über Taiwan verbreitet wird. Ja, dass die Hamburger vor allen Dingen ein besseres Bild von Taiwan bekommen, dass man verschiedene Aspekte kennenlernt. Also die Ausstellung hier hat drei Hauptthemen. Da haben wir zum einen die Städte und Landschaften Taiwans. Zum zweiten die Kunst und Kultur und zum dritten das Thema Menschen und Feste.
hier ist mein absolutes Lieblingsbild aus der Ausstellung. Wahrscheinlich einen Auftritt einer taiwanischen Oper, einer traditionellen Taiwan-Oper. Und wie man sieht, geht es sehr lebhaft zu. Einer der Künstler balanciert sein kleines, moppeliges Baby auf der Hand. Und ja, allen scheint es gut zu gehen. Ich male hier im Moment, präsentiere meine chinesische Tuschmalerei. Diese Tuschmalerei ist ein Teil von chinesischer Kultur. Und dann beschäftige meine Tuschmalerei schon lange. Und dann hier sind meine Werke. So, das war, viele Leute kennen diese Technik nicht. Deswegen ich präsentiere auch mal meine Technik. Liebe Zuschauer, wir schauen uns einige Ausschnitte aus Ihrem facettenreichen Film, den Tigerfrauen wachsen Flügel, an. Bleiben Sie bitte dran. Taiwan 位于中国东南方靠海的地区, 是太平洋中的一个小岛. Taiwan 的历史动荡不安. 因为四岁了，阮家在阮外家做田的，我是太平人，台中太平。较早阮老爸是做人的餐店，你们知影无？餐店。啊，迄阵啊，阮小弟差我那差两岁款，哦，讲我听阮老母讲啊，讲我足爱食好的就对了。较早是牛奶是人配给来，啊，我拢会跟阮小弟小姊妹食牛奶。啊，因为迄阵啊，拢重男轻女的观念较重啊。 我是李阳，我是一个作家，我目前住在台北。今天呢，我们要到鹿港去。鹿港是我从小长大的地方，我有许多作品呢，都是以鹿港做背景。小时候本来还想要当自由作家。 有比较明确的兴趣，就是想要做导演这样子，大概十七八岁那个时候。从我很小的时候就说，电影对我而言是一个很，它是一个很好玩的事业，是一个很美的梦。Frau Chui, Sie sind hier eine Geschäftsfrau, die seit 88 in Hamburg lebt. Ja, richtig. Und wir haben erfahren, wie es Frauen im kapitalistischen Taiwan geht. Welche Rolle spielen Frauen im sozialistischen China? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Ja. Also auf jeden Fall kann ich sagen, also ich habe Kommunismus, Sozialismus ganz anders erlebt als die Frauen jetzt in China. Ja. Ich bin ja auch schon lange weg, aber ich denke, dass China hat auch sehr große Veränderungen erlebt in den letzten 20 Jahren. Dadurch hat auch das Leben von Frauen auch ganz viel verändert. Also mit anderen Worten, ist dort findet auch ein Aufbruch statt. Ja. Ist auch, die Frauen sind auf jeden Fall im Aufbruch. Genauso wie bei taiwanesischen oder taiwanischen Frauen, wie wir im Film gerade gesehen haben. Ja, ja. Und der Ausschnitt war ja sehr kurz. Ich hoffe, dass viele Zuschauer zu ihrer Premiere kommen. Aber das werden wir später ansagen. Sind Sie bei Geschäftsmännern akzeptiert oder haben Sie einen steinigen Weg hinter sich? Ich habe durchaus positive Erfahrungen bei, beim Geschäft, auch mit Männern und sowohl in Deutschland auch, als auch in China.
Also ich habe kein Problem. Also bis und Sie haben auch keine Hindernisse gehabt, keinen nee. Steinigen Weg? Also es ist alles gut gelaufen bisher? Das ist, ja, also wie gesagt, ich habe echt positive Erfahrung in diesem... In dieser männerdominierten Welt. Ja? Also, ja? Oh, unser herzlicher Glückwunsch. Das ist doch schön. Ja, vielleicht habe ich ja Glück. Aber ja, warum nicht? Ein taiwanesisch-deutscher Konzertabend. Argentinien gespielt von Gina Stella. Ich heiße Bi Zhang, ich komme aus Taiwan, ich bin seit 4 Jahren in Deutschland, erstmal in Berlin, dann Essen und jetzt in Hamburg. Und ich habe in meiner Heimat klassische Gesang studiert und fertig abgeschlossen. Und jetzt mache ich eine Musical-Ausbildung, also zur Musical-Darstellerin in Hamburg Stage Art Musical School. Das ist eine junge Schule, aber wir machen dann da Tanz, Schauspiel und Gesang. Mancha Yang, ich bin Klavierlehrerin und dabei spiele ich auch mit Trio Formosa zusammen, Klavier. Ich bin Xingyi Ho, ich spiele Querflöte und unterrichte auch Querflöte in verschiedenen Musikschulen und spiele mit verschiedenen Besetzungen auch und meiste mit dieser Trio Formosa zusammen. Ich heiße Ming Li Lin, spiele Violoncello und spiele auch mit anderen Kammermusikbesetzungen und auch als Cello- und Klavierlehrerin bei verschiedenen Musikschulen dann unterrichte. Dann. Das chinesische Neujahrsfest. Das chinesische Neujahrsfest wurde am 24. Februar 2007 im CCH in Hamburg gefeiert.
Es ist für Chinesen auf der ganzen Welt der bedeutendste Feiertag und richtet sich nach dem Mondkalender. Insgesamt dauert die gesamte traditionelle Neujahrsfestzeit rund 2 Wochen, in die diverse Rituale und Götterhuldigungen sowie Tabus einbezogen sind und wird bis in den 4. Neujahrstag zelebriert. Aberglaube und Rituale haben in dieser Zeit beinahe spirituelle Dimensionen. Die Tempel sind voll von Menschen, die mit Räucherstäbchen in den Händen um Glück beten. Auch das Essen spielt eine gewichtige Rolle. Viele der auf den üppigen Festmahlen gereichten Speisen gelten als Glückssymbole. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest steht unangefochten das Zusammenkommen der Familie. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist uns eine große Ehre, Sie in der Runde zahlreich zum diesjährigen Neujahrsfest begrüßen zu dürfen. Unter dem Motto, welch ein Glück, ein Schwein zu sein, feiern wir heute gemeinsam das chinesische Neujahr, das Jahr des Schweins. Das Schwein als das letzte Tierzeichen im chinesischen Horoskop symbolisiert Glück. Da das Schwein aber in diesem Jahr zusätzlich mit einem der 5 Elemente, nämlich mit dem Element Gold, also Metall, zusammentrifft, was nur alle 60 Jahre vorkommt, wird das Schwein als Goldschwein bezeichnet. Das Jahr des Goldschweins wird uns allen zusammen ein glückliches und erfolgreiches Jahr bescheren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kulturbrücke Hamburg, dieses Mal mit dem Schwerpunkt Taiwan. Das taiwanesische Generalkonsulat hatte am 10. Oktober ins Interconti geladen, um den 97. Jahrestag der Gründung der Chinesischen Republik Taiwan zu feiern. Wir waren für Sie dabei. Im zweiten Teil berichten wir über eine bezaubernde Aufführung der nahezu ausgestorbenen Kunst des taiwanesischen Puppentheaters. Vor gut 300 geladenen Gästen ging die Generaldirektorin des taiwanesischen Konsulates in Hamburg auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Errungenschaften ihres Landes ein. Die tiefgreifenden Wandlungsprozesse, welche die Gesellschaft Taiwans in den letzten 30 Jahren durchlaufen hat, wurden bei uns kaum wahrgenommen. Dabei zählt Taiwan nicht nur wirtschaftlich zu den dynamischsten Ländern der Region, es hat auch erstaunlich schnell die Diktatur abgeschüttelt und eine funktionierende Demokratie errichtet. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unsere Gäste sind, um gemeinsam mit uns den Jahrestag der Gründung der Republik China zu feiern. Taiwans Entwicklung zur Demokratie hat sich weiterhin gefestigt. Leider sieht es in vielen Teilen Asiens immer noch ganz anders aus. Wir sind zwar nicht der exportwerteweiste wie Deutschland, aber wir liegen unter den führenden Handelsnationen der Welt immerhin auf Rang 16. Taiwans Exporte nach Deutschland lagen im vergangenen Jahr bei knapp 5 Milliarden US-Dollar. Und die Importe aus Deutschland lagen im gleichen Zeitraum bei 7,1 Milliarden US-Dollar. Mehrere hundert deutsche Firmen
in Hamburg und der Umgebung haben gute Geschäftsverbindungen mit Taiwan. Es freut mich, dass das von den norddeutschen Ländern uns entgegengebrachte Interesse weit über die Wirtschaftsbelange hinaus geht. Nun bitte ich Sie, Ihr Glas zu heben und zusammen mit mir auf das Wohl und den Frieden in Taiwan zu trinken. Am 17. Oktober präsentierte das taiwanesische Puppentheater im Völkerkundemuseum seine jahrhundertealte Kunst. Der 78-jährige Altmeister Chen Xi-Wan hat in über 60 Jahren die taiwanesische Puppentheatertradition maßgeblich geprägt und seine Kunst in über 30 Ländern weltweit präsentiert. Ja, wir haben gerade ein ganz tolles Geschenk bekommen, und zwar eine Handpuppe. Wie ich gerade hörte, stellt sie den General Zhang Fei vor. Das ist einer der ganz großen Helden der chinesischen Geschichte und Literatur. Thank you.
Kinder zwischen 9 und 14 Jahren haben in den Ferien die Möglichkeit, die Vielfalt der Kulturen mitten in Hamburg kennenzulernen. Unter dem Motto Switch in 4 Tagen um die Welt besuchen sich Hamburger Kinder unterschiedlicher Herkunft gegenseitig und verbringen gemeinsam einen Tag bei jeder Familie. Der Austausch dient dazu, Kinder durch eigene Erfahrungen für die Vielfalt der Kulturen zu begeistern. Hätte ich mich da nicht angemeldet, hätte ich sie gar nicht kennengelernt. Ob die Kinder aus Wilhelmsburg, Ottmarschen, Bergedorf oder welchem Stadtteil auch immer kommen, spielt keine Rolle. Jedes Kind ist willkommen und nimmt an der kostenlosen Reise teil. Mit Switchen und Gewinnen, wer zwischen 9 und 14 Jahre alt ist und etwas Spannendes erleben möchte. Reisetermine, Anmeldefristen und weitere Informationen gibt es unter www.switchhamburg.de oder unter Telefon 040 37 51 73 73. Masalama. Goodbye. Yashas. Até a próxima. Masalama. Auf Wiedersehen. Annyeonghi geseyo. Dovidenya. Adios. Auf Wiedersehen. Tata. Hasta la próxima. Güle güle arkadaşlar. Dovidenya. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.